Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, aka Gothic Society Clan. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und viele von euch interessiert das Release-Datum von dem neuen Solo-Abenteuer, was kurz bevorsteht. Galakrons Erwachen, in einer Woche verfügbar, steht hier. Und für diejenigen, die das jetzt interessiert, wann das genaue Release-Datum ist, sag ich jetzt. Ganz kurzes Video nur. Und zwar entnehme ich diese Information aus dem Battle.net-Shop. Auch mal so ein kleiner Tutorial-Tipp am Rande. Wenn ihr wissen wollt, wann das rauskommt, dann seht ihr das in der Regel auch im Shop. Nicht im Shop im Spiel, sondern also nicht hier in dem Shop, soweit ich weiß, sondern eher in dem Shop auf der Webseite. Deswegen Angaben ohne Gewähr. Kann auch sein, dass sich das so ein bisschen kreuzt mit der amerikanischen Zeit, also dass das dann so ein bisschen überschneidet und das einen Tag früher oder später bei uns ist, wie auch immer. Verzögerungen, Veränderungen, da kann ich natürlich keine Gewähr für geben. Aber Kapitel 1 wird am 21. Januar freigeschaltet. Kapitel 2 wird am 28. Januar freigeschaltet. Kapitel 3 am 4. Februar und Kapitel 4 am 11. Februar. So, also nochmal die Daten. 21. Januar, 28. Januar, 4. Februar und 11. Februar. Vier Kapitel wird es geben. Ist jetzt auch ein neuer Trailer draußen von der offiziellen Hearthstone YouTube Channel. Also da auch sehr gerne mal vorbeischauen. Finde ich übrigens richtig cool gemacht. Ja, nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das gesagt habe, aber ich glaube, das brauche ich auch nicht erwähnen. Ich mache halt Hearthstone-Videos, ne? In diesem Sinne, peace out, ich bin draußen. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich werde den ganzen Schnulli natürlich auch wie immer aufnehmen. Dann nochmal so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Galakrons Erwachen werde ich natürlich das Solo-Abenteuer durchspielen. Und so wie ich es dem Trailer entnommen habe, ich habe da nun mal so flüchtig durchgeschaut. So, ja, also ich habe es mir schon angeschaut, aber nicht komplett. Ich musste zwischendurch ein bisschen skippen, weil sonst meine Nudeln verbrutschelt wären. Hab dann pausiert und bin später nochmal ein bisschen eingestiegen. Also es gibt da zwei verschiedene Runs, die man machen kann, mit zwei verschiedenen Endings. Also man kann sich so mehr oder weniger für die Guten und die Bösen entscheiden. Aber da möchte ich nicht zu viel spoilern, ne? Das soll ja kein Spoiler-Video werden. Auf jeden Fall freue ich mich mega drauf. Na, eine kleine Information kann ich, glaube ich, noch geben, die kein sonderlicher Spoiler ist. Und zwar, es gibt wieder Kartenbelohnungen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Über die Info habe ich mich am meisten gefreut. Ich dachte so, Gott sei Dank, führen sie das wieder ein. Seht ihr, Hearthstone, Blizzard, Battle.net, whatever. Ihr hört auf die Community. Die Jungs hören auf die Community. Finde ich richtig, richtig nice. Denn ich habe so ein bisschen ehrlich gesagt, ich meine, ich gehöre ja nicht zu der Hater-Fraktion, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so die Zeiten vermisst, Naxxramas und so, wo man mit den Solo-Abenteuern quasi noch Karten freigeschaltet hat. So, und das ist jetzt wieder der Fall. Das heißt, schön, ne, Solo-Abenteuer spielen und zusätzliche Karten kriegen. Aber so, den Rest seht ihr dann auch, wenn ich da einsteige. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.